Oh shit, okay. Okay. Diesen Weg in Sicherheit. Diesen Weg in Sicherheit. Wenigstens etwas. Also, ist schon echt hartnäckig, muss ich sagen. Dein Messer fehlt. Na schön. Super. Okay, dann lass uns mal jetzt irgendwie versuchen abzuhauen. Yay. Yay. Okay, wir sind komplett umzingelt. Pfeil und Bogen. Ah. Schau mal an. Schnell zu Ten. Los. Lauf! Schnell! Flieh! Oh, ah, das ist nie, ah. Okay, okay. Ah, wir haben es durchgeschafft. Ah, hinter dir! Nein, 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 nein. So, ich würde niemals mit einem, sehr gut, ich würde niemals mit einem Knie in einem Zombie ins Gesicht treten. Wie ein Fahrer, dass der sich verbeißt, ist viel zu hoch. Okay, jetzt habe ich schon mal ein Messer. Wenigstens etwas. Ich habe zwar ein Gefühl, dass wir jetzt sofort sterben werden, weil wir noch ein paar Szenen nochmal wiederholen müssen, aber das sieht erstmal nicht schlecht aus. Okay. Konzentration. Ah, James. Hat es geschafft. Wunderbar. James ist aber ein bisschen angepisst, weil wir halt Lily erschossen haben lassen. Lassen. Durch AJ halt. Aber soll er nicht heulen, sonst wäre er tot. Wir müssen weg hier. Wir sind ziemlich schnell. Wir sehen nur gar nicht aus, aber wir sind schnell. Wir wissen, wo sie hingeht. Wir wissen aber, dass Weiße aus der anderen Richtung kommen. Aber... Beweg dich mal! Zack, einfach los. Ich sah seine Augen, als er es tat. Ich sah die Blutrünstigkeit darin. Wovon redest du? Wollen wir das jetzt ausdiskutieren, oder was? Nichts. Weiter, los. Also ist ja okay irgendwie, wenn er Bedenken hat, so, aber letztendlich sollte er doch bitte mal das Timing bedenken jetzt. So, Licht wäre cool. Okay, wir sind in einer Höhle. Wir sind sicher, aber nicht für lange. Nein, scheiß sind wir sind hier überhaupt nicht sicher. Mist, hier ist es zu dunkel. Blind können wir keine Fortschritte machen. Blind können wir keine Fortschritte machen. Klingt aber auch schön. Bau eine Fackel. Alles klar. Gut, wir brauchen Holz, wir brauchen Lappen. Dann wird es schon klappen. Okay. So, jetzt ein bisschen Stoff. Irgendwie muss ich ein Feuer entzünden. Mal Lappen. Okay, die kommen rein. Oh, cool. Lappen. Sehr schön. Vielen Dank. So, kann ich mich denn hier noch irgendwo... Was haben wir denn da? Begutachte Höhlenwand. Das ist eine solide Höhlenwand. Eine gute Höhlenwand. Ist das ein Feuerstein? Das wäre gut. Jawohl. Perfekt. Feuersteine. Sehr schön. Ich brauche etwas, das brennt. So, irgendetwas, was brennt. James, gib mir deine hässliche Weste. Wenn sie hier reinkommen, muss ich sie töten. Ich will das nicht tun. Das ist mir total egal, was du willst. Du wirst dich für die Gruppe opfern. Du wirst dir tun, was für die Gruppe am besten ist. Clem, hast du Mie da draußen gesehen? Nein. Ich habe sie nirgends gesehen. Mie wurde gebissen. Lügen, ich habe sie nicht gesehen. Heißt aber nicht, dass sie entkommen konnte. Ja, tut mir leid, sie ist gebissen worden. Ich habe sie am Strand gesehen. Sie wurde gebissen, Clem. Lügen werden uns jetzt sonst also auf die Beine fallen. Also kommt sie jetzt in den Himmel. Zu Sophie. Ja. Sie können zusammen sein. Das ist gut. Ich weiß nicht wirklich, ob das so sein wird. So, okay. Ich würde auch selber hier mal meine Kapuze abschnippeln oder irgend so was. Wir brauchen irgendwie Stoff. Warte mal, was ist das hier rotet? Nimm Kristall. Was? Was? Oh. Ist sicher gut ins Zimmer. Aber zuerst müssen wir nach Hause. Natürlich. Ich sammle erstmal Zimmer-Collectibles. Ist ja kein Problem. Es gibt ja nichts Wichtigeres. Verdammt. Alles zu nass zum Anzünden. Okay. Ist zu nass zum Anzünden. Das ist nicht schön. Was gibt's denn hier noch? Was haben wir denn hier? Spielzeug. Noch Mann. Eine. Ich muss nach Hause. Dann Mr. Super Brokkoli! Eine Leiche. Hast du irgendwas bei? Knirz, knarz. Trocken genug zum Verbrennen. Wunderbar. Wir haben Stoff für die Fackel. Wir also können Feuer machen. Gut. Ich habe Feuer gemacht. Noch ein Tunnel. Das ist zu weit weg.
Wir müssen etwas finden, womit wir darüber kommen. Okay, die Untoten kommen langsam durch. Na, da seh ich doch, ich seh mich doch hüpfen. Betrachte Bach. Es ist zu weit, um rüber zu springen. Schade. Es muss etwas geben, das wir als Brücke nutzen können. Was haben wir denn da? Ich sehe einen Baumstamm. Meine entzündeten Augen. Wenn ich das losbrechen kann, wird es vom Fluss mitgerissen und verkeilt sich in den Felsen. Was eine gute Idee von dir. Wäre sicher eine gute Brücke. Ja, das tun wir. So, und schiebe. So. So, jetzt müssen wir hängen bleiben. Perfekt. Wir müssen da nur einzeln drüber gehen und dann die Felsen auf den Weg rollen. Oh, er ist schon... Nein. Rettet ihn, rettet Helm. Los, rette ihn. Okay, los rüber mit euch. Erst die kleinen Jungs. Ich sagte erst die Jungs, ich weiß ja nicht, warum James als erster da jetzt rüber rennt. Bin fort! Und totes Geschmeiß! Wir sehen uns in der Hölle! Ja, schön, alle brennen, das ist gut, aber wenn ihm natürlich so ein Fluss zulaufen ist, auch blöd. Los, rüber jetzt! Schnell! Mann, Clemmy, warte nicht noch! Komm, mach schnell! Ja, wir rennen natürlich nicht rüber. Wir balancieren ganz in Ruhe rüber. Clemmy, Clemmy, machst du den Hören, bitte? Clemmy, will nicht Druck machen. Aber lauf, lauf! So. Oh. Oh, springe ans Ufer. Meine Güte, das war aber haarscharf. Schön. So, ja, die müssten eigentlich auch stumpf hinterherlaufen. So, dann kann ich bloß hoffen, dass die Höhle vor uns frei von Zombies ist. Kann er nicht schwimmen? Nee, er hat tatsächlich noch seine Seepferdchenstufe noch nicht gemacht. Ich hoffe nicht, dass uns James jetzt noch irgendwie in den Rücken fällt. Das muss ja so nicht sein. Ansonsten will ich ihn knallhart vorhalten, was sonst mit ihm passiert wäre. Zuzutrauen ist es ihm tatsächlich irgendwie, dass er... Der hat ja eine sehr starke Affinität zu den Untoten. Spock. So, erstmal ein Bonfire. So, mehrere Ausgänge, na, das ist ja toll. Astra, hey, grüß dich! Und mit einer Zuschauerserie kommst du gleich rein, verrückter Teufelskerl. Toll! Tja, jetzt kannst du eine Münze werfen irgendwie, wo du lang gehst. Welchen Weg nehmen wir? Ten, siehst du ein Licht in einem der Tunnel? Du bist selbst schuld daran. Was ist denn jetzt los? Noch ist es nicht zu spät. Was wird denn das jetzt? Zumindest für ihn. Was spielt er denn jetzt, oder was? Folgst du uns, verstauche ich dir den Fuß. Folgst du uns weiter, breche ich dir das Bein. Ich lass nicht zu, dass du ihn mitnimmst. Lass ihn nicht zu einem Monster werden. Was ist denn sein Problem? Weiter. Psst. Du kommst mit mir. Wolltest du nicht, dass niemandem was passiert? Versuchen wir erst noch zu überreden. Du hast sie gefunden. Bevor ich sie verliere, töte ich dich lieber. Du warst das. Nee. Du Spinner. Du hast ihn dazu gemacht, als er für dich ein ganzes Magazin in den Kopf der Frau geschossen hat. Es war nur ein halbes Magazin. Wolltest du das? Ein Junge, der als Antwort nur das Gewehr kennt. Sieh mich an und sag mir, dass du das wirklich wolltest. Du weißt nicht, was sie unseren Freunden angetan hat. Es ist leicht zu urteilen, wenn man die Fakten nicht kennt. Nicht nur ich erlaube mir hier ein Urteil. Aber sein Urteil entsteht durch Wut, Clementine. Eine Wut, die er schon lange mit sich rumträgt. Zu lange. Ja, also ich sage mal so, James hat's gerade auf meine Blacklist geschafft irgendwie und... Ihr habt's gefallen. Was?
Was? Das sind so Worte, die willst du nicht von so einem Zwerg hören, irgendwie. Mir hat's gefallen, sie zu töten. Ich habe mich stark gefühlt. Mir egal, ob es Mord war. Oder ob es irgendwas anderes war. Es fühlte sich gut an. So gut habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Vielleicht noch nie. AJ, es macht mir Angst, wenn du so redest. Denk das nie wieder und sag es unter keinen Umständen wieder. Was hilft das? Man merkt doch, dass er es schon glaubt. Halt dich daraus oder ich schwöre, ich kratze dir die Augen auf. Hört einfach nicht zu. Jeder, der uns wehtun will, sollte sterben. Und es tut mir nicht leid und ich werde mich nicht schlecht fühlen. Ja, das ist das Resultat aus der Sache. Weißt du, warum du Angst hast, obwohl du immer wolltest, dass ich so werde? Du hast immer gesagt, Überleben ist am allerwichtigsten. Sei stark, sei tapfer. Wenn etwas uns wehtun will, schieß ihm direkt in den Kopf. Ja, Zombies. Lady zu töten. Untote. Hat uns alle sicherer gemacht. Das zu mögen ist doch nicht falsch. Ich kann mir das nicht anhören. Du meinst also, du kannst ihn ändern? Nur zu, rede mit ihm. Du willst jetzt erstmal die Backen und verpiss dich, Alter. Wer glaubst du, wer du bist hier? Das ist unglaublich. So, wir müssen AJ jetzt mal irgendwie ein bisschen auf die helle Seite ziehen. Das ist ja ein schön heftig hier, Alter. Ich werde nicht aufhören, Clem. Ich lasse keine Leute herumlaufen, die uns wehtun wollen. Du kannst nicht erwarten, dass ich das verstehe. Du kannst nicht einfach sagen, ich soll aufhören. Du weißt doch, das verwirrt mich. Ich weiß, diese Welt ist hart. Für uns alle und besonders für dich. Aber es geht um mehr als nur zu überleben. Und um was? Erste Regel. Wir machen nichts allein. Die allererste Regel dreht sich um das Überleben. Welche Regeln sollten wichtiger sein als diese? Warum Tja, dass du dich als Mensch nicht verlierst. Und warum sagst du mir das erst jetzt? Du kannst dir nicht einfach so neue Regeln ausdenken, Clem. Wir sind jetzt das Menschen. Verwirrt mich. Hör zu. In einer Gruppe läuft das Überleben anders. Wir sind nicht mehr zu zweit. Die Dinge ändern sich in der Gruppe. Regeln ändern sich. Das ist echt. So wie beim Wählen? Schwierig irgendwie. Aber das ist nur diese eine Regel Sache. Diese Regel hätte uns fast getötet. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, da kannst du jetzt nicht in drei Sekunden mit so einem Jungen klären. Reden, jemanden umzubringen. Funktioniert nicht irgendwie. Da brauchst du richtig viel Zeit jetzt gerade für, denn irgendwie. Ganz klar, dass du es ihm nicht erklären kannst. Alter, was ist... Ja, James, sorry. Dann wird James jetzt leider sterben müssen. Tut mir leid, wenn er es halt einfach nicht lernt. Wenn er aggressiv ist. Ich werde mich wehren. Lass ihn verdammt noch mal in Ruhe. Du hörst nicht zu. Nein, wir hören zu. Verstehst du einfach nicht, wer wir sind? Ich verstehe dich. Leute wie dich habe ich schon gesehen. Die Welt ist voll davon. Ich war du. Du kennst nichts als Gewalt und Tod. Er könnte ein friedliches Leben leben, aber du lässt ihm gar keine Wahl. Es ist vielleicht schwer zu glauben, AJ. Aber hör mir zu. Niemand muss mehr sterben. Keine Menschen, keine Beißer. James, diese Philosophie. Diese Philosophie hat mir meine Menschlichkeit bewahrt. Das macht uns alle zu Menschen. Also die Aufzählung, deine Denkweise ist gefährlich. Kindisches Wunschdenken. Das ist doch Wahnsinn. In dieser Welt? Deine Denkweise ist gefährlich. So kann doch keiner überleben. Mach die Augen auf, James. Die Welt ist nicht so einfach, wie du sie dir aufmalst. Und was willst du dann? Es ist zwar nicht töten oder getötet werden, aber viel fehlt nicht mehr.
Da haben wir jetzt wirklich eine aparte Situation rausgehandelt. Geh einfach weg. Ich finde meinen eigenen Weg. Ja, bitte, mach das. Wenn du mal wieder Hilfe brauchst, frag jemand anderen. Okay, wir konnten es noch ohne Gewalt lösen. Das Clem? Ist ja wenigstens etwas. Was denn? Beschissene Situation auf jeden Fall, aber was willst du machen? Er versteht es nicht. Nicht so wie wir. Nicht so wie ich. Na, was hat er jetzt erwartet, was er jetzt tut? Jetzt nimmt er den Jungen mit oder was? Und dir, wir kicken jetzt einfach zu oder was? Und sagen, ja, nicht nochmal oder was? Ich weiß, springt er ein bisschen irgendwie, sagst du die Maske zu eng oder was? Ich schieße nur, weil ich es mag. Nur, damit unsere Freunde sicher sind. Bitte. Und das Schlimme im Kern. Ich weiß ganz genau, wann es richtig ist. Ist das ja nicht falsch, irgendwie, diese Einstellung. Aber. Du hast ja das dir verdient, du bist nicht bereit. Tatsächlich, er ist auch nicht bereit dafür, weil er halt einfach noch ein kleines Kind ist irgendwie. Er sollte damit ja nicht konfrontiert werden irgendwie. Ich meine, es ist ja eine Sache, sich gegen Untote zu erwehren. Aber es ist schon, die Gewalt gegen Lebende ist halt einfach das too much für den Kleinen irgendwie. Der geht daran kaputt. Er ist schon daran kaputt gegangen jetzt irgendwie. Ich muss die Reißleine ziehen. Das tut ihm jetzt überhaupt nicht gefallen irgendwie, aber ich muss sagen, du bist nicht bereit. Tut mir leid, AJ. Du bist noch nicht bereit dafür. Du vertraust mir nicht? Das ist nichts mit, hat nichts Vertrauen zu tun. Entscheidung nicht. Kannst du nicht oder willst du nicht? Kannst du nicht oder willst du nicht? Ich habe dich seit deiner Geburt erzogen, AJ. Und anscheinend bin ich damit noch nicht fertig. Okay. Spürst du das? Und Ten steht jetzt ja daneben und denkt so... Da geht's raus. Was läuft denn hier für eine Scheiße? Was läuft denn hier für eine Scheiße? Hey Jojo! Hi! Ah, guck mal, er hat seine ekelhafte Gammelmaske da gelassen. Ist aber tatsächlich untypisch für so einen Flüsterer. Ein Momento Mori. Komm schon. Die James-Maske, die hängt mir ins Zimmer. Trophäe. Okay, cool. Wir sind aus der Höhle wieder raus, wie es aussieht. Schön. Wir sind im finsteren, finsteren Wald. Okay. Gutes Timing. Fackel ist auch gerade ausgegangen. Vielleicht auch im Wald ganz gut so irgendwie, weil, na, werden wir auch nicht so schnell von anderen gesehen. AJ sucht vor allem ihre Zustimmung. Okay. Sie haben sein Vertrauen in sich selbst erschüttert. Ja, vielleicht ist so ein Reset aber nötig. Ich bin okay, ein Pädagoge, ich habe keine Ahnung irgendwie, aber... Wenn es dort zur Küste geht, geht's wohl dort zur Schule. Ihn so weitermachen zu lassen ist... Wäre nicht der richtige Weg, irgendwie. Na schön, das ist jetzt wie so ein Rotznasen an der Backe. Asim war der Dritte. Hä? Was? Der Tag, nachdem AJ Marlin getötet hatte. Ihr wisst ja, Violet und ich haben für euch gestimmt. Hm? Asims Stimme war die Dritte. Das heißt... Oma hat gegen uns gestimmt? Und Ruby auch? Ja. Wie kommst du darauf? Asim meinte, ihr wisst, wie man überlebt. Er wusste, die Schule würde mit euch sicherer sein. Okay. Ich habe für euch gestimmt, weil ich euch mochte. Aber sein Grund war besser. Ich dachte nur, das solltest du wissen. Asim hatte recht. Wir waren sicherer. Jetzt muss man sagen, diese ganze Situation war auch wirklich sehr verquer. Wir verdanken euch unser Leben, das war nicht wirklich sicher. Danke, Ten. Das ist lieb von dir. Es ist echt lieb, dass du das sagst, Ten. Danke. Schon gut. Ich muss nur dran denken, weil die Gefahr vorbei ist. Wir jetzt zurückgehen. Ich mag Asim. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt... Wenn Marlin das sagen hätte,
würden wir alle verschleppt werden oder wir wären tot. Stattdessen haben wir uns gewehrt. Ihr habt uns gezeigt, wie. Malen waren wir nicht sicher. Sogar in der Sicherheitszone haben wir uns nur versteckt. Was auch richtig ist, weil ihr Kinder seid. Was? Ist das ein Zombie? Oder ist das Rosie? Ah, es ist Violet. Ah. Violet! Na Gott sei Dank. War sie jetzt nicht mit auf dem Wagen? Ihr habt es geschafft. Ihr lebt alle noch. Sind die anderen alle entkommen? Ja, sie sind alle in Ordnung. Sehr gut. Sie sind mit dem Wagen zurück zur Schule. Okay, cool. Wir sind sicher, Clem. Jetzt müssen wir nur den Heimweg finden. Hast du eine Ahnung, wo wir lang müssen? Ich kenne eine alte Brücke in der Nähe. Wenn wir da rüberkommen, ist es nicht mehr weit zur Schule. Okay. Dann lass uns das probieren. Ach, wie AJ schon immer guckt irgendwie. Kleiner Griesgram. So, jetzt muss man sagen, haben wir auch aber relativ gut aufgeräumt. Was wir natürlich noch nicht wissen, wer ist die andere Gruppe, gegen die gekämpft haben. Und werden die noch zum Problem jetzt hier? Kann ja auch sein. Während wir nach euch gesucht haben und ich dachte schon, ihr wärt tot. Oh, verdammt. Lass das raus, Violet. Komm. Ich habe versucht, mir vorzustellen, was ich ohne dich nur machen würde. Und da merkte ich, wie dumm ich war. Wegen Minnie. Mehr als ein Jahr lang. Ich war so darauf fixiert, dass ich sie und Sophie verlieren könnte. Dass ich alle um mich herum verprellt habe. Marlon, Brody, du hattest Angst. Louis, du machst dir Sorgen selbst um mich. Dich und AJ. Das habe ich auch schon erlebt. Ich wollte, dass ihr mir alle egal seid. Ich weiß, was du meinst. Wenn so viele Leute gestorben sind, ist es einfacher, niemanden an sich heranzulassen. Ja. Irgendwann fragst du dich, warum du überhaupt um dein Leben kämpfst. Das frage ich mich nicht mehr. Tja, du kämpfst halt doch mehr um andere. Oder für andere. Statt nur um dich selbst. Ich erinnere mich daran, wie Marlon beschrieb, zu was wir Erikson machen wollten. So hatte sich das keiner vorgestellt. Wie hast du es dir vorgestellt? Konnte ich nicht. Ich habe nur auf Marlon gehört, dass es unser Zuhause werden würde. Ein echtes Zuhause. Der Gedanke ist auch sehr schön. Nicht so wirklich. Meine Familie lebte in einem Wohnwagen. Was ist mit dir? Wo hast du gelebt? In einem Haus mit meinen Eltern. Mit Zaun drum und einem großen Garten. Und wir hatten einen Pool und ein Baumhaus. Was hat dir am besten an dem Haus gefallen? Die Küche, mein Schlafzimmer, mein Baumhaus. Ich hatte ein Baumhaus im Garten. Dort habe ich immer stundenlang gespielt mit meinem Walkie-Talkie. Ich stellte mir vor, ich wäre Kapitän auf meinem Piratenschiff. Oder es war ein Iglu und ich war Jägerin. Oder ein Schloss und ich war die Prinzessin. Echt? So richtig mit Kleid und Krone? Ja, aber auch ein Schwert. Eine Kriegerprinzessin. Ja, na klar. Nur wegen dem Baumhaus lebe ich noch. Dort versteckte ich mich, als das anfing. Da hat uns Lee gefunden. Ach komm, Erikson kann immer noch das Zuhause sein, das uns Marlon versprochen hat. Wenn wir zurück sind, bauen wir es wieder auf. Das wird verdammt viel Arbeit. Aber du hast recht. Ich glaube, es ist die Mühe wert. Wir könnten sogar ein Baumhaus bauen. Ja, wir könnten es in einen der Bäume mit den Steinfallen bauen. Dann könntest du Steine auf jeden werfen, der vorbeiläuft. Viel besser als ein Hammer. Was? Nichts. Schon gut.
Nachdem all das passiert ist, glaube ich nicht mehr daran. Ich meine, wir haben doch darum gekämpft. Es verteidigt. Wir sollten uns heimisch fühlen, aber es geht einfach nicht. Weißt du, wo das Problem liegt? Dieser dämliche Name, Ericsson. Willst du den Namen ändern? Ja, scheiß auf den Vogel. Nichts schlechter als das. Es sollte einen coolen Namen haben. Das verrottete Drecksloch, Burg Violet, Friede, Freunde, Pfannkuchenland. Bei dem Arschlöcher du wählst sagen, den Namen aus. Da gehe ich nicht hin. Na komm. Aber auch nichts auf, wie Burg Violet ist schon ganz cool. Mördermesserhaus. Du entscheidest, es war deine Idee. Texas. Wir nennen es Texas. Du kannst es nicht einfach Texas nennen. Du entscheidest. Na, nein, gut. Kannst du nicht machen. Texas 2. Ich will beim Wiederaufbau der Schule helfen. Sehr gerne, Ten. Das ist gut. Wir werden dich auch brauchen dafür. Das wirst du, Ten. Wir alle. Wir legen los, sobald wir zurück sind. Gehen wir heim nach Texas 2. Texas 2 finde ich jetzt tatsächlich nicht so einen coolen Namen. Irgendwie Texas 2. Jetzt das Bennyland genannt. Bennyville. So, okay. Wir haben die Brücke erreicht. Was ist das? Ist das ein Auto? Okay. Gut. Lass dir Zeit und bleib immer in Bewegung. Okay, ist das jetzt mit Absicht versperrt? Kann auch den Bogen, ich kann auch, das ist natürlich schön, wenn du so gar nichts siehst irgendwie, wenn alles durch die Spielfigur versteckt ist. Okay, ich versuche mal ein bisschen weiter außen zu laufen. So, dann haben wir ein paar Vögel. Und was ist mit diesem Auto hier? Hat denn hier so gut eingeparkt? Okay, na dann los. Shift und I. Und da fehlt ein ganz schönes Stück Brücke. Aber man könnte tatsächlich... ich würde jetzt wirklich... Nein, man muss doch hier nicht rüberspringen. Ihr könnt doch an der Seite lang klettern. Ihr könnt doch da jetzt links hoch irgendwie und dann einfach rüberklettern. Ganz easy peasy. Und jetzt... Ach, die drei morschen Bretter da, ey. Ah, ich sehe doch, das geht doch schon schief. Ich sehe doch, komm. Ah, man... Das ist weit. Wirklich weit. Springen sollte funktionieren. So weit ist es nicht. Ja, ich denke, das geht. Wir dürfen nur nicht zu hart aufkommen. Oh, Mini? Bald